Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Hallo und herzlich willkommen jetzt bei uns im Studio zu Gast Marika Lichter. Und das hat einen guten Grund, denn es gibt viel zu reden. Wir machen heute so ein bisschen einen auf Lästerschwester, kann man fast sagen. Denn wir schauen uns die Dancing Stars an. Oh ja, das machen wir doch gerne. Da gibt es ja einiges zu reden. Viele haben schon ein bisschen drüber gelästert, auch privat, nämlich, dass die Stars heuer so gar nicht bekannt und berühmt sind. Die erste Runde der Teilnehmer, die steht ja schon fest. Marika, eine, die kennt man aber, ist die Silvia Schneider. Ja. Also, go or no go für die Silvia? Ich hoffe, sie schafft das alles mit der vielen Arbeit, die sie sonst noch hat. Also die Silvia, finde ich toll, dass sie es macht. Ich mag sie wahnsinnig gern. Sie ist eine sehr zuverlässige, ordentliche Person. Also wenn du da sagst, nächstes Jahr um 4 früh an dem und dem Datum wird sie dort sein. Also die ist verlässlich und das ist schon mal sehr wichtig. Und sie ist auch ehrgeizig. Mhm. Ich hoffe, dass sie wirklich Zeit zum Trainieren hat, weil sie macht ja wahnsinnig viel. Unter anderem moderiert sie auch den Juristenball am 22. Februar, weil sie ist ja eigentlich Juristin. Mhm. Aber mit diesen vielen Berufen, die sie sonst noch hat, hat man das fast schon vergessen. Ich habe schon irgendwie geahnt, wie der ORF sie unter Vertrag genommen hat für die Kochsendung, dass sie auch Dancing Stars machen wird. Und ich glaube, sie wird viel Freude haben. Die Frage ist, hat sie genug Zeit zum Trainieren und wie musikalisch ist sie? Das weiß ich noch gar nicht. Die Silvia hat ja schon gesagt, sie kann ein bisschen tanzen. Sie hat ein bisschen Ahnung aus ihrer Jugend und Kindheit noch. Hilft das tatsächlich oder ist es, wenn man dann tatsächlich trainieren muss, einfach so was Neues, diese ganze Dancing Stars-Geschichte, dass man es nicht mit herkömmlichen Erfahrungen vergleichen kann? Das kann man sicher nicht vergleichen, wenn man es ernst nimmt. Also ich habe in den letzten Staffeln viele Leute gesehen, die sich hingestellt und haben gesagt, ruft es an, für mich bin lustig. Das geht natürlich nicht, das diskreditiert das Format. Aber ich denke, dass die Silvia mit ihrem Ehrgeiz da schon Druck machen wird und ich hoffe, sie kriegt einen Tanzpartner, mit dem sie sich gut versteht. Weil ein Teil, also die halbe Miete ist schon der Tanzpartner, mit dem man auf einer gleichen Welle schwimmt. Weil es kann nicht sein, dass einer wahnsinnig ehrgeizig ist und der andere sagt, na, mir ist wurscht. Oder umgekehrt, also das geht nicht. Also böse Zungen sagen, Silvia ist der einzige Star da in der ganzen Runde drinnen, aber man kann ja auch anders fragen, ist das vielleicht manchmal ein Nachteil, wenn man ein Star ist? Weil oft sind es ja gerade die Underdogs, die das Publikum dann begeistern. Die Silvia ist auf jeder Hochzeit daheim, auf jedem Ball zu Hause, die springt von allen Fernsehsendungen Plakaten derzeit raus, von allen Titelseiten. Kann das sein, dass dann der Otto-Normalverbraucher zu Hause sagt, Herrst, die kenne ja eh schon, jetzt will ich mal wie einen anderen auf der Nummer 1 sehen? Also erst einmal, Star ist kein Beruf, so fängt es aber an. Zum Star wird nur durch das Publikum gemacht, aber ich glaube, das stört nicht in diesem Fall. Also die Leute sehen gern bekannte Gesichter, weil sie wollen sehen, wie sich die bekannten Gesichter abschwitzen und bloggen. Die Unbekannten sind ihnen eher wurscht, das hat sich ja schon gezeigt in den letzten Staffeln. Aber natürlich, man darf ja nicht vergessen, das Publikum hat 50% und eine Stimme und die Jury hat 50%. Es kommt also schon auch darauf an, ob man ein bisschen tanzen kann. Das sind meistens die Sportler im Vorteil, weil sie Kondition haben und man braucht viel Kondition dafür. Und ich denke, dass eine Musikalität auch unbedingt Voraussetzung ist. Wenn ich an die letzte Staffel denke, da waren ja Leute dabei, die nicht einmal bis 4 zählen konnten. Also schon im Leben vielleicht, aber nicht 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 war dann schon zu viel verlangt. Aber es geht nun mal beim Tanzen um Dreivierteltakt oder Viervierteltakt. Ja, aber bei Dancing Stars geht es dann auch ums Publikum. Und du hast jetzt gerade was gesagt, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin. Du hast gesagt, das Publikum will ja sehen, dass man sich abplagt. Genau. Würdest du jetzt dem Publikum durchaus unterstellen, dass die zu Hause sitzen und sich denken, ha, hoffentlich kann der das jetzt einmal nicht so gut. Nein, dass man sich auch dran ergötzt, irgendwie, wenn jemand vielleicht einmal ein bisschen da nicht so eine gute Performance hat. Sicher bei Leuten, die nicht gemocht werden. Oder? Und das ist ja individuell, wer wen mag. Bist du da auch zu Hause gesessen und hast gedacht, und jetzt krieg ich eins drüber von der Jury bei dem einen oder anderen? Nein, weil dazu habe ich mich selber zu viel geplagt dabei und ich schätze es wirklich sehr, was die Leute leisten dort. Aber es ist natürlich schon so, dass ich habe zum Beispiel bei den ersten zwei Trainings, die Arabella und ich waren ja in der ersten Staffel und wir haben uns da geschminkt und hin und her und dann plötzlich nach 10 Minuten ist alles runtergerollt und ich habe gesagt, jetzt ist mir wurscht. Ich schminke mich nicht mehr für die Trainings, weil am Abend werde ich dann schon, also besser als wenn man dann aufs Tanzparkett geht, aufs Richtige, werde ich dann schon schön ausschauen und so war es dann auch. Und ich glaube, die Leute haben das auch sehr mögen, dass ich gesagt habe, was soll ich mir jetzt was draufschmieren, was mir 10 Minuten später runterrinnt, weil es rinnt so das Wasser. Man muss einfach auch einen gewissen Realitätssinn haben in der ganzen Geschichte. Es ist ein Fernsehformat, das darf man nicht vergessen. Und ich hatte das große Glück, dass ich wirklich einen wunderbaren Tanzpartner hatte, den Andy Kainz. Und nicht nur, dass ich gewonnen habe, sondern dass ich tanzen gelernt habe. Und diese Art von Tanzen konnte ich nicht. Mhm. Die Silvia Schneider gilt definitiv als eine der Favoritinnen. Aber jetzt gibt es da jemanden, der womöglich den Rang ablaufen könnte. Auch schön, auch blond, auch groß und schlank gewachsen. Nein, ich war schon dran. Du warst schon dran, ja. Aber es gibt tatsächlich jemanden,
jemanden, der Tamara Mascara heißt und der breiten Öffentlichkeit noch nicht ganz so bekannt ist. Hast du Tamara Mascara gekannt? Ja, ich kenne Tamara Mascara natürlich. Ich bewege mich auch in diesen Kreisen. Das ist halt Diversity und ich finde das schön, dass, als was bezeichnet sie sich? Als Transvestit oder als Crossdresser oder ich weiß es gar nicht. Als was bezeichnet sie sich? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ihr Look fällt durchaus auf. Sie schaut ein bisschen aus wie eine Barbie-Puppe, ist aber natürlich auch sehr wandelbar. Muss sich die Silvia da womöglich irgendwie Konkurrenz gefallen lassen als die Schönste auf dem Tanzparkett? Kann man das überhaupt vergleichen? Um schön geht's nicht. Um schön geht's nicht, sagst du? Nein, es geht nicht um schön. Aber ich glaube, Tamara Mascara wird schon ihre Fans haben. Und ich kenne sie, weil sie war die Stylistin von der Conchita auch eine Zeit lang. Und ja, das wird sicher lustig. Es ist ein Farbtupfer in dem Ganzen. Und jetzt haben wir schon gehabt, ein Mann, der mit einem Mann tanzt. Wir haben den Gary Kessler gehabt. Wir haben jetzt Tamara Mascara. Ich finde das gut. Diversity ist gut. Wie weit die Österreicher das sehen wollen, Und jetzt sitzen da Herr und Frau Meier, sage ich jetzt mal, zu Hause und schauen sich das an und sagen, ja, muss denn das sein, dass der Mann mit einem Mann tanzt? Muss denn da müssen so meine eine Kinder das sein? Sehen? Ist das, was glaubst du, dass da schon noch immer so ein bisschen der ORF auch aufräumt mit Vorurteilen gegen gewisse Gesellschaftsgruppen, dass man irgendwie sagt, man versucht, die ganz bewusst zu integrieren, zu zeigen, dass man diese Toleranz auch lebt, nicht würde mehr ich spricht? Diese Gelingt Großmütigkeit das? Würde ich nicht unbedingt unterstellen. Ich denke eher, dass der ORF das sieht als einen Quotenpunkt, wo die Leute darüber diskutieren, wie sie auch in der letzten Staffel einen Kandidaten, der polarisiert hat. Und einen braucht man, der das tut. Also, das ist also reines Kalkül? Weiß ich nicht, aber es wird sich auch mitspielen. Eine gute Strategie auf jeden Fall. Ja. Es gibt dann auch noch jemanden, wo ich den Cesar Sampson, das ist ganz genau dein Revier, kann man sagen, Musik, da kommst du her, das ist deines. Cesar Sampson, bekannt von der Eurovision Song Contest Bühne, kann der auf dem Tanzparkett punkten oder ist das vielleicht irgendwo mehr die Richtung, dass du sagst, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sing, aber lass die Beine still? Die Beine still kann er gar nicht lassen. Ich kenne César also wirklich schon seit Anfang an. Ich habe mit seinem Vater noch gearbeitet in den 70er Jahren, der ja Choreograf war. Ein wahnsinnig fescher Mann. Ja, der hat ja Heimvorteil, wenn der Papa dann Choreograf ist. Ja, und die Mutter ist Sängerin. Also um Gottes Willen. Der kommt aus einer musikalischen Familie. Nur ich weiß nicht, wie sehr er sich da hineinlassen wird persönlich, weil er ist ja auch Fitnesstrainer und lebt wahnsinnig bewusst und gesund. Und er tanzt natürlich, bewegt sich natürlich großartig, das haben wir ja schon gesehen. Aber ob er Choreografien lernen will, ich sage jetzt nicht kann, sondern will, ist die andere Sache, ob er sich auf das einlässt. Also du meinst, Künstler sind so ein bisschen Freigeister, die haben ihren eigenen Willen, die haben ihre eigene Vorstellung, wie sie einen Song auch ausdrucksmäßig interpretieren wollen und da wird es dann ein bisschen kompliziert. Ja, in dem Fall geht es nicht um Song interpretieren, sondern es geht einfach um Tanzschritte. Ja. Und wie weit er sich auf das einlassen will, das ist seine Entscheidung. Und wenn er das will, dann wird er das sehr gut machen. Sehr gut wird er das machen. Du drückst es immer so schön diplomatisch aus, aber wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese, dann höre ich da vielleicht ein bisschen raus, dass es auch durchaus ein kleiner, ich sage jetzt mal, Dickschädel sein kann. Ja, absolut. Und wem traust du dazu, dass er so einen Tänzer irgendwie führt von den Profis? Gibt es da einen, wo du sagst, das wäre genau die Richtige, die hat genug Power für den? Das kann ich gar nicht sagen, es geht um Motivation. Also er muss selber sagen, ich mache das jetzt nicht, damit ich jetzt 8 Wochen lang jeden Freitag im Fernsehen bin oder wie lange ich es halt schaffe, sondern ich möchte wirklich diese Art von Tanzen lernen und es macht mir Spaß, dass oberste Kriterium ist Spaß und Freude. Neben all der Mühe, die man hat, neben all dem Training, das man macht. Also ich habe in der Zeit 350 Stunden getanzt. Ich glaube nicht, dass das heute noch irgendwer macht. Aber ich bin da wusch hineingefallen in die ganze Geschichte. Aber das oberste Gebot ist wirklich, hab Freude dran. Und ich sage auch immer, man kann als Schauspieler sein Gesicht verstellen, als Sänger nur beim Tanzen nicht. Da hat jeder das Gesicht, das er hat. Und da sieht man, ob einer verbissen ist oder ob einer Freude dran hat und sagt, ach, habe ich einen Fehler gemacht, auch wurscht. Gibt es da denn auch so Momente, wo man irgendwie gerade am Tanzparkett steht, jetzt eine Performance abgeliefert hat, für die man eben wirklich stundenlang trainiert hat, im wahrsten Sinne, im Schweiße seines Angesichts, wo man wirklich alles gegeben hat und dann hockt da so eine Jury, die dich total verreißt. Wie geht es einem da persönlich? Das muss ja irrsinnig, weil du gerade von Motivation sprichst, das muss ja irrsinnig demotivierend sein. Ja, ist es auch. Also ist es gemein manchmal? Das ist manchmal schon sehr gemein, ja. Ich kann mich erinnern, wie die Dagmar Koller damals zu meinem ABBA-Kostüm gesagt hat, wenn sie die ORF-Direktorin wäre, würde sie mich nicht mit dem Kostüm auf die Bühne lassen. Da habe ich gesagt, die haben Millionen Platten verkauft mit diesem Kostüm. Das war schon gemein, weil ich meine, es gibt ja manchmal Kritik, die bezieht sich nicht unbedingt auf das Tanzen, sondern eben auf ein Kostüm oder irgendwas. Und da denkt man sich wirklich, jetzt habe ich mich so geplagt und so. Da war ich schon ein bisschen zornig. Ja, aber du bist ja eine, die ihren Willen immer eigentlich durchsetzen kann. Hast du dann in der nächsten... Nicht? Na sicher.
Echt nicht? Ich habe mir gedacht, du wärst dann sicher in der nächsten Runde hingegangen sein und zur Maskengegnerin. Das war im Finale. Ja, also stimmt, das aber beim Finale, ja. Da kann man dann natürlich nicht mehr viel machen. Ja, aber hat man im Mitspracherecht, kannst du auch mal sagen, das ziehe ich jetzt nicht an oder so? Wie ja, natürlich, das Aberkostüm war ja unsere Idee. Wir haben uns ja freiwillig dafür entschieden. Ja. Wir haben gesagt, wir machen Aber und da muss es im Kostüm sein. Das ist ja langweilig. Ja, aber erfolgreich. Ne? Natürlich, das ist sicher das meist gedruckte Dancing Stars Foto ever, ist mein Aberkostüm. Ja. Und das hat also vorteilhaft war es nicht. Aber ich meine, jetzt war man dann doch wochenlang schön und elegant und in den großen Kleinen und allem, da muss man doch ein bisschen Humor haben. Es war auch was anderes, genau, völlig richtig. Ja. Aber kann man da auch so ein bisschen eine Mitsprache haben als Dancing Star? Natürlich. Kann man da schon sagen, das ziehe ich jetzt nicht natürlich. An? Natürlich. Ja? Also ich zum Beispiel, ich kann auch nicht in einem Kostüm auf der Bühne stehen, wo ich mich nicht wohlfühle, weil da denke ich dann, was macht das, was tut das, zipft das, tut das. Ich kann nur auf die Bühne gehen in einem Kostüm, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Also was war nicht der Kasten bei Schön und das Biest, aber an und für sich ist es schon angenehm, wenn man also so aussieht, wie man gerne aussehen möchte, auch wenn es den anderen nicht gefällt. Aber da muss man schon dazu sich auch damit anfreunden können, was für ein Kostüm man trägt. Mhm. Und bei Dancing Stars natürlich, man hat ja Auswahl. Man hat bei den Standard-Tänzen Standardkleider, bei den lateinamerikanischen Tänzen hat man die Lateinkleider. Mhm. Aber da kann man auch immer sagen, ich möchte es ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, vielleicht möchte ich Ärmel oder keine Ärmel, also da ist man schon frei. Mhm. Und es gibt ja auch eine Kostümberatung, die halt schaut, dass die Leute wirklich schön ausschauen. Mhm. Es will ja keiner vorgeführt werden. Also Kritik, damit kannst du umgehen. Wenn einer nicht so gut umgehen kann, dann kann er hoffentlich boxen, so wie ein weiterer Dancing Star, der diesmal in der Runde ist. Es ist der Markus Nadas. Kennt man den? Ich nicht. Danke. Ich habe mich auch gefragt, wer ist das? Ja, liegt es daran, dass wir zu wenig sportlich sind? Oder? Nein, ich weiß gar nicht, was der. Es war schon mal ein Boxer dabei. Ja? Aber ich weiß gar nicht, wo boxt er, was macht er, was ist das Schwergewicht? Also ganz genau kann ich dir auch nicht sagen. Er war aber selber auch ein bisschen verblüfft, dass man ihn gefragt hat, ob er mitmachen kann. Aber dass man so jemanden nimmt, den wirklich keiner kennt. Jetzt sitzen wir bei der Dade, sich doch ein bisschen auskennen. Es sind ja immer welche dabei, die niemand kennt. Das ist auch okay. Ist das wirklich in Ordnung? Aber muss der ORF nicht dem Publikum was bieten? Spannende Stars, große Stars? Ach, ich denke, nein. Ich denke, okay. Das ist schon okay, wenn er dabei ist. Aber was bringt es ihm nicht? Also ich sage ja immer, mittlerweile weiß man doch, ich glaube, sie zahlen auch nicht mehr so gut wie früher. Also das kann es auch nicht sein. Aber man weiß doch, dass man etwas daraus machen kann, wenn man wie zum Beispiel der Eberharding oder wie ich, wenn man in der Branche ist. Aber als Boxer, was will man dann nachher machen? Selbst wenn man gewinnt, was ist man dann? Dancing Star und dann trippelt man wieder im Ring oder wie das? Also das leuchtet dir nicht ganz ein. Viel Überraschung. Ja, dass die Leute das geehrt sind und sich geschmeichelt fühlen und wenn sie Zeit haben, dann sollen sie das machen. Ist ja lustig. Soll er doch. Wir schauen uns den an. Ne? Einer, der natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein ORF-Moderator. Diesmal hat man sich für den Norbert Oberhauser entschieden. Norbert Oberhauser, ich sehe schon, du liebst den Norbert. Ja, aber er tut mir leid. Er wird sich so plagen müssen. Er wird sich plagen müssen. Ich weiß nicht. Also ich meine, er singt ja gut, aber ob er tanzen kann, das wird sich herausstellen. Und er hat ja noch seine Sendungen auch nebenbei. Also das ist schon eine Challenge. Wenn man noch also jede zweite Woche eine Sendung machen muss, eine ganze Woche lang und daneben noch trainieren. Also das. Aber er kriegt auch einiges dafür und da spreche ich gar nicht von der Gage, sondern in erster Linie eben vom Marktwert, der sich natürlich gewaltig steigert für jeden, der bei Dancing Stars mit dabei ist. Weil danach kommen ja Folgeaufträge, es gibt X-Off-Air-Moderationen, es gibt Werbeverträge. Und darauf an, wie lange er dabei bleibt. 1-0, Marika, wie immer natürlich mit den besseren Argumenten. Also was glaubst du, wie lange der Norbert das schafft? Er ist ja recht sympathisch, kommt gut an, ist so der Schwiegersohn der Nation. Er hat sicher einen Effekt, auch durch die Fernsehsendung, dass die Leute ihn mögen und dass sie ihn kennen. Und da ruft man vielleicht schon eher dafür an, also wenn man jemanden kennt. Also schon. Ja. Und dann fragen sich natürlich andere, wer sind die nächsten großen Stars, die da mitmachen? Gibt es noch große Namen? Und du weißt schon einen. Ja, also ich habe gehört, dass die Natalia Uschakowa dabei ist. Das finde ich sehr lustig, weil die ist wirklich witzig. Und ich glaube, die wird schon ein sehr bunter Farbfleck in dieser ganzen Gemeinschaft sein. Sie ist ja angeblich noch nicht offiziell, aber man hört es so Leuten aus dem Stand schon der Zeitung. Und das finde ich ganz lustig. Und die macht es sicher. Ja? Die ist lustig, der macht das Spaß. Ja. Braucht auch ein bisschen so Paradiesvögel, die da irgendwie wirklich aus sich herausgehen können, weil die Natalia ist ja eine, die eine Bühne wirklich rockt. Die steht da oben und denkt sie nichts und macht, was sie will und zieht ihr Programm ab, ohne Rücksicht auf Verluste manchmal. Du hast es so treffend erklärt, ich könnte es nicht besser. Also, wer wäre denn noch für dich in Dancing Stars, wo du sagst, den würde ich mal gerne auf der Bühne sehen? Gibt es da den einen oder die andere, wo du vielleicht irgendwie sagst, das ist ein besonders schöner Mensch, den würde ich gerne tanzen sehen oder das Hunderte. Ist ein lustiger? Ich meine, ich habe jahrelang Listen geschickt und von teils wurden sie genommen, teils auch nicht. Aber ich finde, der ORF, der stellt das so zusammen, wie sie sich das vorstellen und das ist gut so. Und ich sitze unten und schaue mir das an. Bei dir ist schon einige Jahre her, dass du bei Dancing Stars dabei 14. warst. 14. Das ist quasi gestern gewesen. Ich bin die Mutter aller Dancing Stars.
Das bist du. Wie geht es einem eigentlich danach? Weil nicht alle haben das Glück, dass sie gewinnen. Viele erleben dort auch wirklich Tiefschläge und werden halt dann auch in den Internetforen wirklich fertig gemacht. Da geht es schon teilweise hart her mit den Kommentaren. Ja? Ob das jetzt die Outfits, die Figur ist, die Optik oder auch das Tanzvermögen, da wird ja schonungslos abgerechnet mit reichen Leuten. Dann muss man sich stellen. Und wenn man sich auf sowas einlässt, dann muss man es wissen. Wir haben es in der ersten Staffel nicht gewusst. Mhm. Weil wir waren die Pioniere. Wir haben nicht gewusst, was ist es, was wird es, wollen sie uns vorführen. Meinen die das ernst? Ich habe ihnen gleich gesagt, zum Euro, gesagt, Kinder, wenn ihr mich fragt, dann sage ich vielleicht ja, ich muss das noch besprechen. Meine Sohn gefragt damals, der war beim Bundesheer. Da habe ich gesagt, Pauli, kann ich das machen? Da hat er gesagt, ja, wenn du es macht, das habe ich gesagt, gut, dann mache ich es. Er hat sich gedacht, schlimmer als beim Bundesheer kann es nicht werden, oder? Na, aber dort haben sie ihn gehänselt. Ich habe gesagt, deine Mama, die hupft ja da herum und so. Ja, ja, ja. War schon schlimm für ihn auch. Aber gut, aber wir waren die Pioniere. Wir haben weder noch taktiert, noch gesagt, das muss man sagen, das muss man nicht sagen. Es wird natürlich im Laufe der 14, 13 Staffeln, die es jetzt bis jetzt gegeben hat, gab es 13 Sieger natürlich und 130 Verlierer oder wie viel. Und da wiederholt sich natürlich einiges, weil die Kandidaten schauen sich Staffeln an und sagen, aha, das ist gut, wenn man sagt oder gut, wenn man es nicht sagt. So geht es nicht. Es gibt gewisse Dinge, zum Beispiel, wenn man sagt, ich will gewinnen, dann sagt das Publikum, wer gewinnt, entscheiden wir, raus. Ja, stimmt. Ja. Also man muss sympathisch bleiben. Auch zu viel Ehrgeiz macht ja dann auch ein, ich glaube, man muss authentisch sein. Zu viel Ehrgeiz ist auf jeden Fall schlecht. Mhm. Weil zu viel Ehrgeiz macht immer hart, unsympathisch, gewollt. Nein, man muss einfach man selber sein und manche sind halt so, manche sind so. Und was gewünscht wird, das wird gewotet. Apropos hart und unsympathisch und dennoch gewollt. Nein, nicht du. Es geht um die Jury bei Dancing Stars. Die sind teilweise wirklich extrem hart. Ist das, wo du dir denkst, man könnte die Dinge auch anders ausdrücken, legen die manchmal einen Maßstab an, der wirklich nur für Profitänzer gilt? Muss das so brutal sein? Es ist ein Fernsehformat. Ich meine, ich will jetzt deine Illusionen nicht zerstören, meine Liebe, aber es ist ein Fernsehformat und jeder hat seine Rolle. Ich war ja auch schon mal Jury, wie du vielleicht, du kannst dich nicht erinnern, du warst ein kleines Kind, bei Starmania. Und da hat halt jeder auch so seine Rolle und es wird die Jury auch so zusammengestellt. Ich meine, der Elmayr hat nie was Böses gesagt, was wirklich Böses. Der Nepal war der Kritische, auch die Nicole Burns ist eher freundlich. Und andere wollen sich halt profilieren. Deswegen hast du jetzt ganz bewusst den Namen von Bolasch Ecker ausgelassen. War das ein bisschen so einer, wo du gesagt hast, na, der übertreibt es halt einfach? Der versteht was davon, er übertreibt nicht. Kann er einstecken? Er versteht was vom Tanzen und um das geht es letztendlich. Er versteht was davon und das, was er sagt, ist ja nicht unrichtig. Man kann es vielleicht ein bisschen netter sagen, aber die Terminologie ist halt nicht unbedingt seine Sache. Na, Gott sei Dank, dass wir heute eine gute Terminologie gefunden haben. Liebe Marika, tausend Dank, dass du bei uns warst und uns so schön über deine Sinn geplaudert hast. Wir kommen dazwischen noch einmal und machen so ein Check-up. Ich stelle mir dann vor, vielleicht eine Sendung, wo du mit Wolfgang Fellner eine Runde Dancing Stars machst oder so. Das wäre mein persönliches Highlight. Das Mut kann man nicht kaufen, wie du weißt. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß mit dem weiteren Programm auf OE24TV. Vielleicht legen Sie jetzt auch zu Hause ein kleines Tänzchen hin, weil Sie Lust aufs Tanzen bekommen haben. Und dann geht es bei uns schon wieder weiter mit spannenden Interviews und den aktuellen News.